Damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei einem wunderschönen Spiel voller schwarzem Humor und wie soll man sagen, Hygiene, Umgang, Hygiene mit Leichen, hygienischer Umgang mit Leichen, ja genau, sowas in der Richtung, ist schon nicht so einfach, das entsprechend hier vernünftig zu schauen. Ja, was für ein Genre ist das, ne? Das ist eigentlich so wie Stardew Valley, bloß eben in anders, ja. Und wir brauchen mal wieder irgendwas zum Anbauen. Mal überlegen, wir waren gerade dabei, die Kirche zu verbessern. Hier, die konnten wir jetzt machen. Dann holen wir ein bisschen Holz, weil davon braucht man noch so ein bisschen was. Genau. Oh, nehmen wir hier was mit von. Wir bräuchten so einen Helfershelfer. Ja, das andere Spiel, was ich habe, irgendwie Moonlighter, Moon irgendwas, ach, keine Ahnung. Wo man so einen Shopkeeper, also so einen Ladenbesitzer praktisch spielt in so einer Fantasy-Welt. Dann immer in Dungeons gehen muss, um Loot-Krams zu sammeln, den man dann entweder nutzt, um selbst seine Sachen zu verbessern. Oder eben, um damit dann Sachen in den Laden zu stellen, die man dann verkauft. Ja. So, mal zwei Stück davon. Oder vier Stück sind es dann, ne? Sind immer zwei. Ja. Oder? Nee. Ach, drei Stück kriegen wir da raus. Ui, das ist natürlich nett. Jetzt habe ich bloß nicht mehr genug. Ja, dann müssen wir jetzt ins Bett gehen. Es bleibt uns keine andere Wahl, ne? Nö. Nicht so richtig. Das habe ich gar nicht geguckt. Ich habe jetzt hier endlich nämlich mal so einen Filter drüber gehauen über das Mikro, dass es vernünftig jetzt nicht mehr die ganze Zeit irgendwelchen anderen Gedöns noch mit aufnimmt oder die ganze Zeit so überempfindlich reagiert. Das schien zumindest ganz gut zu funktionieren bisher, ne? Ja. Sehr schön. Ich glaube, ich brauche Bretter und Nägel. Ja, hier wegen noch einer weiteren Brücke oder irgendwas. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Irgendwas brauchen wir garantiert. Und momentan brauchen wir zum Glück kein Eisen. Das ist echt von Vorteil. Vielleicht was da oben sonst mal ausbauen bei den anderen. Würde ich jetzt ungern nachts machen, ne? Es wäre für mich etwas, was hier oben steht halt, ne? Und nicht da unten. Aber damit kann man nichts anfangen. Ich kann jetzt auch nur entfernen klicken, ne? Das kann ich entfernen und das. Aber die Dinger hier oben zum Beispiel. Ah doch.
Nee, das kann man nicht entfernen. Das hier könnte man noch. Also alles sehr seltsam. Okay, wir machen jetzt erstmal die Holzbretter. Jo, aber das finde ich ganz gut. Das ist noch besser. Und dann kriegen wir vielleicht auch das noch mit hin. Ja, guck mal, keine Karotten mehr da. Ja, die Nacht mit dem Händler war schon. Natürlich jetzt doof. Müssen wir hoffen, dass wir schnell wieder durch die Woche kommen. So viel wie möglich. Und dann schlafen wir wieder nachts. So ein bisschen ätzend, oder? Aber tagsüber schlafen wir viel mehr. Wir brauchen irgendwas zu futtern. Vielleicht sollten wir noch ein paar Beeren pflücken oder so. Das wäre nicht verkehrt. Ja, fast den ganzen Tag geschlafen. Wahnsinn. Und er fühlt sich so erfrischt. Naja, dann. Da gibt es schon wieder gute Punkte, ne? Steht da irgendwie im Weg, ne? Wobei, warte mal, haben wir hier nicht noch irgendwas? Nee. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Aber was ich halt habe, sagen wir es so. Also gebrauchen kann man es garantiert irgendwie, aber ich hab's nicht. Sonst könnten wir auch mal gucken hier, wie es aussieht bei diesen beiden Lagern außerhalb. Eins fehlt noch, echt? Na dann. Das kann nicht wahr sein, ey. Könnte ich eigentlich noch so ein paar Bretter mehr machen? Damit wir noch eine Kirchenbank mit hinsetzen können, ja. Ich denke, das ist eine gute Sache. Wobei es jetzt wahrscheinlich eh nicht reichen wird. Ich gehe mal stark davon aus. So, komm. Nee, ist noch viel Platz für Verbesserungen. Okay, das wird nicht reichen. Kein weiterer Platz für eine Bank, ne? Das sieht man auch. Okay, wir sind jetzt bei 15. Gut, mit den ganzen Kerzenständern. Ich weiß nicht, kann ich noch einen basteln hier? Nee. Teile. Da kriegt man garantiert noch was hin, ja. Minus 2. Achso, wir haben es noch nicht fertig gemacht, deswegen. Ist doch gar nicht, wie viel es bringt. 22. Ja gut. Wenn wir die hier alle beleuchten, ne? Dann bringt es auch nicht genug. Nee. Ich nur wüsste, was die anderen alle von mir wollen. Warte mal. Eine Flasche Wein. Triff mich am Hm auf dem Hexenhügel. So, erreiche 20 in der Kirche. Na, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. So. 4 silberne Fischfilets. Bau einen Brunnen, bau ein Zelt. Ja,
keine Ahnung, was brauche ich denn dafür bei euch? Hier 5 Honigtöpfe. Ist das überhaupt schon mit dem Honig? Gute Frage. Aber das nächste ist das Symbol, wo wir uns mit dem Typen auf dem Hexenhügel treffen sollen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bett und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal.